Bis vor kurzem haben sie hier in Rødby fast nur Dinge gebaut, die mit dem eigentlichen Tunnel nichts zu tun haben, sagen sie. Aber das ändert sich jetzt. Die Elemente 5 bis 7 werden genau drüber gelegt, das, was wir hinten im Pumpensumpf sehen. Das ist ja tiefer gelegt, für die, um das Wasser zu fangen, was jetzt von den Rampen und vom ganzen Portalbereich später kommt. Das Tunnelportal. Hier werden mal Züge und Autos in den Tunnel hinein und wieder rausfahren. Zurzeit wird hier die Bodenplatte mit Bewehrungsstahl vorbereitet und dann in Beton gegossen. In den kommenden Wochen sollen die ersten kompletten Betonelemente für die Tunneleinfahrt entstehen. Das erste Element ist immer das Schwierigste, weil da natürlich die ganzen Planungsunterlagen, alle, Approvals da sein müssen. Sobald das erste gelöst ist, kommen wir dann in einen Wiederholungseffekt. Und das wird dann, sehr, sehr schnell und einfach hoffentlich gehen. Auf der Baustelle in Dänemark arbeiten zurzeit mehr als 1000 Menschen rund um die Uhr. Auf einer Fläche von 150 Hektar. Wenn das erste Tunnelelement fertig ist, wird es nach draußen in ein Becken geschoben, das geflutet wird. Auch hier sind die Arbeiten schon fortgeschritten. Die Leute, die hier den Deich bauen, müssen koordiniert werden mit den Leuten, die Betonarbeiten machen. Das heißt, alles muss vor allem auch zeitlich koordiniert sein, dass wir im Endeffekt dahin kommen, dass wir mit der Infrastruktur fertig sind, wenn wir das erste Element klar haben und das erste Element hier gerne durch die Schleuse möchte und raus kann zur Absenkstelle. Das erste Element wird in Halle B gerade vorbereitet, mit Bewehrungsstahl in Form gebracht. Die ersten 24 Meter Absenktunnel entstehen. In den kommenden Wochen soll es hier betoniert werden. Im gesamten Tunnel wird 50 Mal so viel Stahl wie im Pariser Eiffelturm verbaut. Es sind ganz viele Sachen, die wir auch zum ersten Mal machen. Das heißt, es sind Sachen, die wirklich neue Technologie, neue Sachen, die implementiert werden. Das heißt, es ist immer eine große Anspannung. Es ist ein großes Projekt. Aber es ist natürlich auch Vorfreude, dass es jetzt losgeht, dass wir jetzt wirklich mal das bauen, was wir letztendlich bauen wollen. Dass wir jetzt anfangen mit dem Tunnel. Die Baustelle auf der anderen Seite. In Marienleuchte auf Fehmarn. Der größte Schwimmbagger der Welt hebt vor der Küste den Tunnelgraben aus. Der Arbeitshafen ist fertig. Hier sollen schon bald die Baumaterialien angeliefert werden. Das Tunnelportal ist ausgebaggert und kann weiter bearbeitet werden. Im ersten Schritt erfolgt dann nochmal das Wasser aus dem Bereich hier wird rausgepumpt. Dann wird die Fläche begradigt oder muss gegebenenfalls noch an der einen oder anderen Ecke noch etwas Material ausgehoben werden. Dann erfolgt der Einbau einer sozusagen einer Sauberkeitsschicht. Und auf dieser Sauberkeitsschicht, wenn dann alles ordentlich und sauber ist, wie es der Name sagt, erfolgt dann im ersten Schritt der Bau der Sohle des Tunnels in offener Bauweise. Und dann nähert man sich sukzessive den Wänden und dann eben der Decke. Die größte Baustelle Europas. Bis jetzt liegen die Arbeiten in Deutschland und Dänemark im Zeitplan.